So, ich habe jetzt schon mit dem Gesicht angefangen, mit den Seiten. Und jetzt werde ich das Punktiergerät einstellen und werde den ersten Punkt an der Nase holen. Ja, die Schwierigkeit beim Herausarbeiten der Nase oder generell beim Herausarbeiten eines Gesichtes ist tatsächlich, den Gesichtsausdruck so hinzukriegen, wie es das Modell vorgibt. Dass man dann nicht das Gefühl hat, auch wenn die einzelnen Punkte stimmen, dass man komplett jemand anderem da gearbeitet hat. Also das ist schon wirklich die Schwierigkeit, dann, dass genau das bei rauskommt, was man einem Modell vorgegeben hat. Hundert Jahre lang hat die Martinsstatue auf dem Dach des Mainzer Domes Wind und Wetter getrotzt. Der Kopf der Statue ist dadurch schwer beschädigt und muss ausgetauscht werden. Steinmetzin Jennifer Schraut erstellt mit dem 3D-Modell eine möglichst genaue Kopie. Vor allem das Gesicht stellt sie aufgrund der Verwitterung am Original vor eine Herausforderung. Der Martin, den wir hier sehen, der hat jetzt ein relativ markantes Gesicht. Der ist aus den 1920ern, Ende der 1920er. Während die Vorgängerstatue aus dem Barock, die hatte relativ weiche Gesichtszüge. Das war ein weich, also das sind diese barocke Formensprache, während wir hier in der Formensprache aus den 1920ern sind. Und deshalb werde ich den hier auch wieder so kopieren, wie es in den 1920ern war, weil ja der Kopf auch in der Formensprache zum Rest der Statue passen muss.